Hallo zusammen, ich grüße euch hier zu einem weiteren Video auf YouTube und im heutigen Video geht es mal darum, ich habe ChatGPT gefragt, erstelle mir doch mal ein diversifiziertes ETF-Portfolio und was dabei rauskam, wie das Depot ausschaut, was meine Verbesserungsvorschläge wären, das erfahrt ihr alles nach dem Intro. Gerne dem Kanal ein Abo dalassen, wenn euch hier der Content gefällt und gleich geht's weiter. So, jetzt sind wir hier drinnen. Welche Frage oder vorweg erstmal, was ist denn ChatGPT für alle, die es nicht wissen? Es ist ja in letzter Zeit gut durch die Medien gegangen und zwar ChatGPT ist ein künstlicher Intelligenz-Chatbot, also ein AI-Chatbot, wo man quasi Fragen stellen kann und dann eben Antworten bekommt. Meine Erfahrung mit Chatbot ist, dass man definitiv, wenn es um Definitionen oder sowas geht oder auch dieses Beispiel hier, ganz gute Antworten bekommt, wenn es aber um Zahlen und Fakten geht, also wirklich vor allem um Zahlen, da liegt ChatGPT leider oft ziemlich falsch. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. Vorweg erstmal auch nochmal Shoutout an Aktienboy97, weil der hatte diese Idee ChatGPT mit einem Aktiendepot schon auf Instagram und ich habe jetzt quasi die Idee mir mittelstibitzt und gehe auf ETFs, also gerne mal auch bei ihm vorbeischauen auf Instagram, ein Abo da lassen und sein Content liken. Genau, also welche Frage habe ich denn ChatGPT gestellt? Und zwar habe ich ChatGPT gefragt, bitte erstell mir ein Portfolio mit 3 bis 5 verschiedenen ETFs. Das Ziel sollte sein, dass die solide Basis aus ETFs besteht, die breit gestreut sind und sowohl unterschiedliche Länder, aber auch Sektoren berücksichtigen. Da war eben sozusagen mein Ziel dahinter, eben eine recht breite Welt ETF-Basis in diesem Portfolio. Allerdings 2 bis 3 ETFs können auch riskantere Branchen-ETFs sein, um gewisse Sektoren ein wenig überzugewichten. Bitte gebt mir auch eine mögliche Gewichtung der ETFs an, wobei der Kern des Depots aus breit gestreuten Welt-ETFs bestehen sollte. Ich zeige euch dann auch gleich nochmal das Depot im Finanzmanager, einmal so wie es ChatGPT vorgeschlagen hat, einmal wie ich es machen würde, um da auch einfach nochmal einen kleinen Unterschied zu haben und zu sehen. Also gehen wir rein. Gerne kann ich Ihnen einige ETFs vorschlagen, die eine breite Diversifikation über verschiedene Länder und Sektoren bieten. Ich empfehle eine Gewichtung der ETFs, die auf Ihren Anlagezielen, Ihrer Risikotoleranz und Ihrer finanziellen Situation basiert. Also auf jeden Fall schon mal sehr richtig, weil da stimme ich zu 100% zu. Eine Gewichtung ist auch immer einzelfallabhängig. Es hängt jedes Mal davon ab, wie ist der Investor, die Investorin aufgestellt, wie schaut das Portfolio aktuell aus, wie risikoaffin ist die Person, wie schaut es finanziell mit der Person aus, also sind sehr, sehr viele Variablen und deshalb sehr, sehr gut, dass das hier ChatGPT auf jeden Fall aufgreift und hier sind 5 mögliche ETFs, die Sie als Grundlage für Ihr Portfolio betrachten können. Als erstes einer der Klassiker, der wahrscheinlich bekannteste ETF, weil er natürlich auch durch die 70-30-Strategie von Finanzfluss gut gepusht wurde. Und zwar ist das der iShares Core MSCI World, ein ETF, welcher eine breite Diversifikation über entwickelte Länder, also hier sind wir bei Industrieländern, keine Schwellenländer weltweit, einschließlich USA, Europa und Asien-Pazifik, da aber allerdings natürlich auch dann nur die Industrieländer, weil ja doch ein Großteil im Asien-Pazifik Raum schon auch Schwellenländer sind, aber da sind es wie gesagt nur Industrieländer und die Gesamtkostenquote, also die jährlichen laufenden Kosten dieses ETFs liegen bei 0,2%. Zudem der zweite ETF, ein Vanguard FTSE Emerging Markets, also ein ETF, der quasi dann nicht auf Industrieländer, sondern nur auf Schwellenländer anspielt, die sich dann eben größtenteils in Asien, Afrika, Lateinamerika, aber auch Europa befinden, von der TER mit 0,22% pro Jahr, ziemlich ähnlich wie der erste ETF. Jetzt kommen wir zu dem ersten Branchen-ETF, der dann auch hier mit 0,65% TER im Jahr etwas teurer ist. Und zwar ist es der iShares Global Clean Energy, ein ETF, welcher in Unternehmen weltweit investiert, die im Bereich der erneuerbaren Energien tätig sind. Und genau, bietet eben eine Möglichkeit, in den Sektor der erneuerbaren Energien zu investieren. Der zweite ETF, Branchen-ETF, das wäre der iShares Automation and Robotic, ein ETF, welcher in Unternehmen weltweit investiert, die auf Automation und Robotik spezialisiert sind. Hier auch der ETF mit 0,4% TER pro Jahr, etwas teurer wie jetzt hier der Core MSCI World oder der Emerging Markets ETF.
und bietet eben eine Möglichkeit, in den Sektor der Automation und Robotik zu investieren. Und der letzte Branchen-ETF, das wäre dann noch der iShares Healthcare Innovation, ein ETF, der in Unternehmen weltweit investiert, die im Bereich der Gesundheitsinnovation tätig sind, also Biotech, Medizintechnik und digitale Gesundheit. Und auch dieser ETF hat eine jährliche Gesamtkostenquote von 0,4%. Jetzt kommen wir noch zu den Gewichtungen. Was würde denn hier ChatGPT vorschlagen? Also als mögliche Gewichtung können Sie Folgendes in Betracht ziehen: 50%, also die Hälfte des Portfolios, in den iShares Core MSCI World, dann 10% in den Vanguard FTSE Emerging Markets, dann 15% jeweils in den Global Clean Energy und in den Automation and Robotics und dann nochmal 10% in den Healthcare Innovation ETF. Bitte beachten Sie, dass dies nur eine Beispielgewichtung ist und Sie Ihre eigene Gewichtung basierend auf Ihren persönlichen Präferenzen und Zielen festlegen sollten. Auch hier wieder ein sehr guter, sehr richtiger Satz von ChatGPT. Und es ist auch wichtig, regelmäßig über Ihr Portfolio zu überprüfen und anzupassen, um sicherzustellen, dass es Ihren Anlagezielen entspricht. Genau darum geht es eben um ein gewisses Rebalancing, was hier auch noch ChatGPT als Tipp auf den Weg mitgibt, dass man eben quasi regelmäßig schaut, stimmt meine Gewichtung vom Depot noch oder ist es jetzt komplett fernab, weil irgendwie vielleicht der Automation and Robotics ETF so super gut gelaufen ist oder der Global Clean Energy ETF, dass eben diese Grundgewichtung, wie wir sie jetzt hier haben, nicht mehr stimmt. Jetzt schauen wir uns als erstes das ETF-Depot von ChatGPT an. Ich habe jeweils 10.000 Euro investiert, kann man einfach dann runterrechnen wegen 100% und Kaufdatum war quasi heute. Jetzt haben wir hier nämlich einmal die Portfolio-Zusammensetzung, wie sie ChatGPT uns nahegelegt hat, quasi 50% MSCI World, dann 10% MSCI Emerging Markets, 15% Digitalization und Automation, dann iShares Global Clean Energy. Ah, tatsächlich ist hier der falsche ETF drinnen, ist es hier auch so? Oh, genau, da haben wir jetzt schon mal ein sehr, sehr gutes Beispiel zum Beispiel. Ich habe nämlich diese WKN hier genommen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, dass es tatsächlich hier die falsche WKN auch schon mal ist. Jetzt gebe ich sie mal hier bei Extra ETF ein. Genau, und zwar, da haben wir jetzt ein gutes Beispiel, wie ChatGPT doch auch mal falsch liegen kann. Am Ende, ob man jetzt einen Automation and Robotic oder Digitalization ETF nehmen würde, ist eigentlich so gesehen egal, weil es beides etwas riskantere Branchen-ETF sind. Aber man hat jetzt hier mal ein super Beispiel, weil die ISIN, die mir hier für den Automation and Robotics gegeben wurde, das ist eigentlich die ISIN vom Digitalization. Und wenn wir jetzt uns hier den iShares Automation and Robotics anschauen, was denn da die die ISIN ist, da sehen wir hier, das ist die ISIN, endet mit 4552, ist falsch, super, ja, krass, geil. Jetzt haben wir hier mal eben Beispiel, was ich meine mit Zahlen, Fakten können hier und da auch definitiv falsch sein bei ChatGPT, wie wir es jetzt hier gesehen haben, sehr, sehr gutes Beispiel, ändert jetzt aber an dem Gesamtpaket nichts, weil, ob es jetzt der Automation and Robotic ist oder der Digitalization ETF ist so gesehen egal, dann nochmal 15% der Global Clean Energy und nochmal 10% der iShares Healthcare Innovation. Was würde ich denn jetzt daran ändern? Also mir gefällt an sich auf jeden Fall schon mal sehr gut von ChatGPT, dass sie hier wirklich sagen, solide Basis, MSCI World. Allerdings würde ich das Ganze noch ein bisschen breiter fächern und würde tatsächlich sagen, wenn wir jetzt uns hier kurz anschauen, wie meine Gewichtung wäre, ich persönlich würde selber sagen, 50% MSCI World passt sehr, sehr gut, sehr solide Basis. Dann aber würde ich den zweitgrößten ETF nach Gewichtung, würde ich den Emerging Markets machen, weil meiner Meinung nach einfach auch Schwellenländer langfristig nochmal was anderes sind wie gewisse Branchenwetten, weil am Ende gibt es dann auch wieder vielleicht gewisse Überschneidungen, weil in diesen ETFs hier wird Amerika in der Regel recht stark gewichtet sein und auch in diesem ETF hier im Core MSCI World wird Amerika recht stark gewichtet sein und deshalb würde ich mich eben dafür eher entscheiden, dass ich 70% des Depots MSCI World, also 50% MSCI World, 20% MSCI Emerging Markets machen und dann eben die drei Branchen-ETFs jeweils noch mit 10% gewichten. Hier ist ja eine Mischung, hier sind ja eben die Branchen-ETFs zweimal mit 15% und einmal mit 10% gewichtet. Demnach auch dann der Emerging Markets nur mit 10% gewichtet. Das würde ich, wie gesagt, ein bisschen anpassen. Wir können uns jetzt hier auch nochmal gerne in die Allokation reinschauen, hier bei beiden ETFs.
oder bei beiden ETF-Portfolios. Erstmal hier das ChatGPT-Portfolio, wenn es doch laden sollte. Gut, dann gehen wir, jetzt hat es geladen, super. Genau, also wir sehen jetzt hier, wir haben jetzt hier von der Gewichtung, klar, Apple, Microsoft die größten, auch natürlich hier Amerika jetzt das größte Land, aber wenn wir uns jetzt hier gleich mal eben den Vergleich ziehen, hier kann man es jetzt vielleicht auch ganz gut machen, im JetGPT-Depot wären Schwellenländer nur mit 16% gewichtet, weil eben, wie ich es gesagt habe, Global Clean Energy, Digitalization und Healthcare Innovation sind ETFs, wo eben der Fokus auch in Amerika ist. Deshalb nur 16% Schwellenländer, da gefällt mir jetzt eben meine Gewichtung schon durchaus besser, weil du jetzt hier eben ein Viertel Schwellenländer gewichtet hast und drei Viertel sozusagen Industrieländer. Klar, man könnte sogar auch noch ein bisschen höher gehen, wenn man sagt 70-30, dass man vielleicht Emerging Markets nicht nur mit 20, sondern vielleicht mit 25% oder so gewichtet, dass man dann vielleicht irgendwie so eine 70-30 Mischung hat aus Industrie- und Schwellenländern. Wenn wir uns jetzt aber hier auch nochmal anschauen, also wo hier jetzt Amerika mit 56% gewichtet ist, ist es bei mir in meiner Gewichtung nur mit 51%, also ein bisschen weniger. Und man sieht jetzt hier auch bei meiner Gewichtung, wenn wir uns jetzt hier Schwellenländer wie China, Taiwan, Indien zum Beispiel anschauen oder auch Brasilien, die sind hier alle definitiv vertreten. Schaut hier auch nochmal ein bisschen anders aus. Hier haben wir nämlich jetzt als Schwellenländer bei den größten Ländern eigentlich nur China und Brasilien. Sowas wie Indien und Taiwan sind gar nicht drin, obwohl ich sage, da hat man definitiv langfristig auch Potenzial. Und auch wenn wir uns jetzt hier die Aktien nach Gewichtung anschauen, also hier sind die dritt- und viertgrößte Position im JetGPT-Depot bei 1,11 oder 1,11% und 1,08%. Da sind wir jetzt hier dann mit eben zwei chinesisch oder halt zwei asiatischen Titeln, einmal aus Taiwan, einmal aus China, Taiwan Semiconductors und Tencent. Aber wie gesagt, am Ende eigentlich egal. Mir hat, wie gesagt, die Vorstellung sehr, sehr gut gefallen von ChatGPT. Auch wenn wir hier und da mit der ISIN vom Automation and Robotics ETF einen kleinen Fail hatten. Aber nichtsdestotrotz, schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, wie euch denn grundlegend das ChatGPT-Depot gefällt und ob ihr dann am Ende eher zu der ChatGPT-Gewichtung oder zu meiner Gewichtung quasi wählen würdet, was ihr da bevorzugen würdet. Gerne auch dem Video ein Like da lassen, die Glocke abonnieren, damit ihr in Zukunft hier nichts mehr verpasst und freue mich natürlich auch, wenn ich euch beim nächsten Video wieder begrüßen darf. Bis dahin, ciao, ciao.